herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Minecraft. Und ich bin wie immer nicht alleine in letzter Zeit. Und zwar ist die liebe Gerda wieder dabei. Und der liebe Rode ist dabei. I'll be back. So, die liebe Tabo Tabs, die wird wieder dazustoßen später. Und dann haben wir noch eigentlich jemanden mitgeplant. Der Zocker 96 heißt er. Da gab es aber leider Probleme jetzt beim Joinen. Er guckt mal, dass er nach dem Fehler mal googelt und dann, wenn wir Glück haben, joint er auch noch nach. So, wir sind immer noch dabei, den Kölner Dom zu bauen. Und wir sind schon fast fertig. Ja, wir sind schon fast fertig. Er steht ja zumindest schon mal ein bisschen von der Fassade, ganz klein und niedlich. Ja, und ich habe offscreen weiter den Berg abgetragen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Aber ich denke mal, das ist nicht das, was ihr die ganze Zeit sehen wollt. Und deswegen habe ich offscreen bestimmt 10 oder 12 Spitzhacken verbraten und 6, 7 Schaufeln. Und ja, dann würde ich sagen, los geht's. Ja, weiter los geht's. So. Ja, womit fangen wir denn jetzt an? Machen wir erstmal mit dem Bau weiter, dass wir die Fassade und vielleicht schon die 2 Türme bauen. Ja, weiß ich nicht. Du sagtest ja eben gerade noch vor der Aufnahme, wir haben einen chronischen Eisenmangel. Vielleicht müssen wir das erstmal schnell beseitigen. Ja. Dass wir zumindest noch ein bisschen, dass wir wieder sonst ohne Eisen keine Spitzhacken etc. Das und ist dann richtig. Die nächste Aufgabe wäre ja, dass die Symmetrie herzustellen bei der Fassade hier vorne. Ach, also das zweite voll Fenster. Symmetrisch. Das zweite Fenster, die zweite Tür hier drüben. Also die eine Seite ist ja noch gar nicht fertig. Nee, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Das passiert dann jetzt. Und dann ziehen wir mal langsam mal einfach mal so ein Türmchen hoch. Ja, genau. Dass man auch mal weiß, wenn ihr das hier drüben dann symmetrisch fertig gebaut habt, ob das hier stimmt, hier hinten mit der Mauer. Weit genug ist und so und alles. Ja. Genau. Boah, ich repariere mal schnell meine Spitzhacke. Ich habe wieder genug Level. Und ich gehe mal gucken, ob ich schon mal beim Berg ein bisschen Terraforming machen kann hier unten. Alles klar. Damit man hier hinten dann auch rauf und runter kann. Gut, ich trage dann in der Zeit schon mal weiter bergab. Dann können wir ja mal gucken, Rode, wenn du magst, dann können wir auch zusammen in eine Mine reingehen. Ich weiß nicht, Gerda, ob du auch mit möchtest. Nö, ich muss nicht mit. Ich friemel hier weiter rum. Alles klar. Okay. Also ich wäre jetzt soweit für eine Höhle, am besten noch eine, die wir vielleicht noch nicht kennen. Okay. Normalerweise, wenn wir jetzt irgendwie nach hinten laufen, dann ist da bestimmt irgendwie noch eine Höhle, wo du noch nicht drin warst. Wir müssen doch, da war glaube ich Tabutabs drin. Und zwar am Spawnpoint hinten, ne, wo ich ja gespawnt bin. Mhm. Da ist ja auch eine Höhle. Okay, weiß ich nicht. Hui, da bist du ja. Keine Ahnung, wenn du den Weg weißt, dann laufe ich dir einfach mal hinterher. Machen wir aber nochmal eine Spitzhacke. Ja, ich habe kein Eisen mehr. Ich habe nur noch einen Eisenbarren. Ich habe jetzt eine angefangene Spitzhacke und meine gute, sag ich mal. Ja. Ich hoffe, dass wir gleich Eisen finden und uns irgendwie noch einen Ofen bauen. Warte, dann gebe ich dir und noch dann eine. Dann habe ich eine angefangene und eine ganze. Müssen wir dann erstmal auskommen. In der Truhe müsste auch noch Eisen drin sein. Ja. Ich hoffe einfach mal, dass wir Eisen finden und sonst brennen können. Kohle habe ich noch bei mir. Also ich muss sagen, jetzt mit der neuen Shader-Mod, ne, habe ich auch wieder durchgehend, sagen wir mal, 29 FPS. Vielleicht kannst du mir nachher mal den Link schicken oder so. Ja. Dass ich sonst mal dann auch mal den ausprobiere bei mir. Ob der also bei mir funktioniert. Also dann fürs nächste Mal dann oder so. Ja, weil also Sonic, was ich ja vorher hatte, das sah super geil aus, gar keine Frage. Aber teilweise nur so 13 FPS zu haben, ist schon kacke. Ja, das stimmt. Ja, du kommst klar? Ich komm klar, ja. Kein Ding. Erde, weißt du ja, ne? Wenn vorne in der Truhe nichts mehr sein sollte, dann dann mache ich hinten am Berg weiter. Genau. Im Uhrenraum sind hier auch ganz viele. Okay, Tabu war hier schon drin, aber vielleicht hat sie ja nicht alles mitgenommen. So ist es, wir können ja mal gucken.
Erde ist kein Problem. Ah, sehr schön, Wasser weg, gut. Und Sackgasse. So, was haben wir hier Schönes? Nix. Auch nix. Nix. Da hatte ich gerade einen Ruckler gehabt. Wäre hier schlecht, einen Ruckler zu haben. Hier sind die Lava. Yep. Und ich habe kein Wassereimer bei mir. Wie blöd. Oh, jo, jo. Ohne Wasser ist schlecht. Da hast du völlig recht. Ja, ich habe das mal als Tipp mal gegeben. Ja, ich habe hab jetzt selber kein Wasser im, aber oh, hier ist alles dunkel. Das ist sehr menschlich, sowas. Hier war sie mit Sicherheit noch nicht gewesen. Oh, was ist da hinten? Ein Riss oder was ist da hinten? Ne, Wasser. Okay, Eisen. Haha. Hast du Eisen gefunden? Yep. Boah, hier ist eine Spalte. Sehr schön. Aber unten scheint sie zumindest zum Teil schon mal gewesen zu sein. Und da sehe ich auch Eisen. Da grabe ich mich mal runter. Ich gehe aber mal jetzt in diese Richtung hier. Mal gucken. Wo bist du? Ich bin einfach hier den Gang weitergegangen. Hier ist alles dunkel. Mal gucken, ob ich hier was finde an Eisen. Oh, da gehst du auch tief runter. Und dunkel. Oh, Eisen. Da ist Eisen. Noch mehr Eisen. Du, 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 du. Also hier ist schon auch mal gut Eisen. Mal. Das ist schon mal sehr schön. Auch noch mal Eisen. Habe ich was unten bauen, ist auch Holz. Eisen. Schwarz, sehr schön. Ja. Ich habe mir hier so einen Gang runter gemacht. Ja. Also ich bin schon mal auf dem Weg. Das ist gut. Nach unten. Ich habe mir jede Menge Eisen hier gefunden, das ist schon mal sehr gut. Hier hinten noch Eisen ist. Aber hier ist jede Menge Kohle. Ich glaube, Kohle sollten wir auch mitnehmen. Ja. Oh, ich habe noch ein ganzes Stack Kohle bei mir. Oh, sehr ja, dunkel hier. Auch noch, aber besser. Oh, dahinter ist sogar noch Eisen gewesen. Au, scheiße. Wieder runtergefallen. Ja. Du weißt aber auch, dass du die Taste drücken musst, die sag mal eben. Ja, klar. Und dann fällt sie nicht runter. Ja, klar. Oh. Ich weiß gar nicht, wie das beim Mac ist. Selbe Taste. Shift. Ja? Selbe Taste. Deswegen. Dann fällt man eigentlich nicht runter. Soll ich nur ein bisschen Kohle mit hier? Außer aber manchmal, ja, fällt man so trotzdem runter. So ein bisschen dumm, ne? Dann fällt man doch. Das passiert. Solange du nicht stirbst, ist alles gut, Gerd. Ja, finde ich auch immer. Boah, hier geht's ja ganz tief runter. So, da ist nur Lava, das ist eine Sackgasse. Ich komme mal wieder ein Stück zurück. Na, das Kohle soll ich dir mitnehmen? Komm, man kann nicht wissen, die Kohle mit. Ja. Hey. Oh, da ist ja ein Loch. Das geht nicht. Oder? Ja. Dann soll ich dir zur Hilfe eilen? Bist du in Not? Von Monstern umzingelt oder so? Ja, die nicht da sind. Weil hier ist ein Riesen.
Ein Riese, ich komme. Jawohl. Da bin ich ja ganz heroisch. Warte mal, wo ist der Riese? Ich bring ihn um. Ich leg ihn um. Habe ich mich denn jetzt hier runtergegraben? Warte mal, du musst ja irgendwo irgendwie die Richtung... Ja, ich hab Richtung. Mich so runter, weißt du, pock, pock, pock. Das war, bist du in den Wasser runtergegangen? Hier ist ein Ei, das hat gerade ein Huhn gelegt. Umgekehrt meine ich. Das ist die alte philosophische Frage. Was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Genau. Fragen Sie Herrn Rode, der weiß es. Genau, ich bin der Erklärbär. Hallo. Hallo. Jetzt weiß ich aber nicht, wo du hin bist. Ich finde dich irgendwie nicht, ist alles dunkel. Auch nicht. Also hier bist du nicht lang. Warte, ich komme mal wieder hoch. Ich gehe mal jetzt mal in die Richtung hier. Hm. Oh, ich sehe aber auch nirgendwo. Bist du... Ne, da ist nix. Ja, Huhn. Bop, 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 bop. Schrecklich. Ach, da ist dein Name. Aha, ich sehe deinen Namen nicht. Du bist du auch nicht lang. Wo bist du denn lang? Hallo. Ah, da bist du ja. Wo ist denn jetzt der Riss? Oh, 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 oh. Ja? Der Riese im Riss. Hier rechts. Ja. Oh, oh ja. Ach, und da hast du dich runtergebuddelt? Ja, genau. Habe ich mich runtergebuddelt, weil ich... Ich bin mitgekommen. Hab ich. Aua. Downfall. So, da ist Kohle. Hier ist auch, wenn man runterspringt eigentlich. Ich geh mal hier die Treppe, die du gemacht hast. Ja. Oh. Und das Kohle. Ja. Stimmt. So. Da geht's ja noch tiefer runter. Ja. Das ist ja, da bin ich ja beinahe zu Tode gestürzt. Mach das nicht. Das wäre ja, dramatisch. Auch noch Eisen. Sau blöd gewesen. Ja, hier ist auch noch alles voll, hier ist Eisen. Eine schöne Hülle ist das, gefällt mir. Ja. Hier ist noch Unmengen an Kohle. Weil ich will auch nicht meine ganze Axt jetzt für Kohle ausgeben. Ja, wir haben ja jetzt ja nun halt Eisen gefunden und wir können ja uns hier schnell hier unten einen Ofen machen und Eisen brennen. Um zum Beispiel nochmal ein paar Hacken nachzumachen. Das ist hier nicht das Problem. Ja, da ist noch Kohle, aber hier ist eine Sackgasse auch, okay. Geh ich mal zurück. Das hoch. Ey, das ist aber noch ziemlich tief. Hier ist ein Weg nach unten gebaut. Ah, ich bin unten. Bist du? Am Grunde des Canyons bin ich jetzt. Bist du da jetzt hingekommen? Ja, da ist ein, da hat Tabo einen Weg runtergebaut. So, guck mal, ich hole dich mal ab. Tabo hat einen Weg runtergebaut. Okay. Hier. Bitte. Wo bist du? Ich bin jetzt hier. Er ist hier. Hier bin ich. Dreh dich um. Hinter dir. Siehst du mich? Ja. Und hier hat Tabo einen Weg runtergebaut. Zack. Unten. Jede Menge Kohle hier. Warte mal, ich baue mal einen Ofen. Erstmal eine... Ich habe kein Holz mit. Hast du Holz mit für eine Workbank? Oh ja, habe ich. Obwohl doch, ich habe doch Holz. Na egal, wenn du jetzt hast, dann bau mal eben sonst schnell. Dann können wir es nämlich im Ofen machen. Machst du schon oder soll ich? Ich mache einen Ofen gerade. Okay. Hier geht's jetzt weiter.
Du, natürlich zu modellieren ist gar nicht so einfach. Nee. Wo haben wir denn jetzt mein Eisen? Ich habe doch schon so viel. Ah, da. Autsch. Da auch noch Eisen rein und Kohle. So, das kann ich erstmal hier brutzeln. So. Siehst du, haben wir eine kleine Base hier unten hier. Mach ich mal in die Richtung. Ich nehme erstmal hier die Kohle weg. So, ich habe hier auch noch mal Kohle. Hier mal hier hinten weiter gucken. Vielleicht finden wir Diamanten. Welche Höhe sind wir eigentlich jetzt hier? Welcher Höhe auf sind der Höhe wir? Von 19. Wir sind noch zu hoch. Wo siehst du das? Wir sind auf 19. 20 bin ich gerade, ja, stimmt. Ja, aber nur minimal zu hoch. So zwischen 8 und 12, da gibt es die meisten Diamanten, sagt man. Ja, aber ich glaube, ab 20 gibt es auch schon welche. Okay, hier ist jetzt eine Sackgasse. Ich habe mal ausgeleuchtet. Ja. Ich sehe hier auch kein Eisen.